Warum laufe ich da jetzt gerade die Treppe runter? Weiß ich nicht. Nicht viele schaffen es lebend hierher. Noch weniger wollen weiterziehen. Was ist an einem Käfig? Wonach suchst du denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wonach ich suche. Du weißt nicht, was da draußen ist. Ich könnte dir einiges erzählen. Könnte dich warnen, aber... Das gute Fahrradschloss. Du mir diese Dinge wohl nicht... Was überhaupt keinen Sinn macht an der Stelle. Was macht dich denn sicher? Noch besser, das ist ein Holzkäfig. Das bringt dir das Fahrradschloss. Ja, aber guck mal, wo das Fahrradschloss ist. Selbst. Das hängt zwischen zwei... Das war eine unglaubliche Zeremonie. So was habe ich noch nie erlebt. Keine Ahnung, vielleicht... Vielleicht wird das ja dort geöffnet, keine Ahnung. Kannst du mir sagen? Gar nicht so erwartet. Was hast du denn geschlafen? Das labern die alle. Genau. War das Skurlocks kleine Zeremonie? Untertitel sagen auch nichts. Wie war's? Echt schräg. Ein paar blumige Reden über Bruderschaft und wir nahmen Steine aus dem Korb. Aber hey, es gab Musik und Gratisdrogen, also nicht übel. Wo ist Sahedi? Ich will auch Gratisdrogen. Ist mit Skurlock weg, die haben wissenschaftlichen Bullshit gelabert. Er kommt schon wieder. Nein, wird er nicht. Euer Freund hat den schwarzen Stein. Was soll das bedeuten? Sie bringen ihn zur Einrichtung. Holt mich hier raus, ich geleite euch hin. Wo hat man einen Fahrradknacker, wenn man mal einen braucht? Oder wir machen es so. Mega gutes Schloss. Ja, das Schloss hing an einer dummen Stelle, sagst du richtig? Und anstatt das Schloss kaputt zu machen, hätte man ja auch den Käfig eventuell kaputt machen können. Das wäre langweilig gewesen. Das wäre ja langweilig. Wir schlagen das Schloss. Genau. Sahedi, bitte komm. Sahedi war, glaube ich, der Doktor, der Professor oder so. Den hatten wir irgendwann mal zwischendurch gerettet. Ist schon zu lange, ja. Ja, ich habe eben geguckt. Es war irgendwie 22. April, dass ich das letzte Mal gestartet habe. Also vor über einem Monat. Hier stellt Skurlock sein Gegengift her. Die wenigsten wissen, was drinnen passiert. Und woher weißt du's? Hab ihm damals damit geholfen, bis er einen Freund von mir gefangen nahm. Neue Mission, Urteil. So, wie ging das hier nochmal alles? Kind 1, 2, 3. Es gab Rollen, es gab Waffenwechseln, es gab genau viele Sachen. Sie werden dich nicht willkommen heißen. Sag mir einfach, was Sie von Sahedi wollen. Nichts Gutes. Fähigkeiten sind ja auch easy mit 1, 2, 3. Was hatte ich eigentlich? Das sind die. Oh, jetzt habe ich zwischen. Kugeln, was ist das? Dein Geschütz und noch irgendwas. Die Rüstung ist cool, die sieht so halb fertig aus am Rücken. Bei mir. Halt! Hallo, alles locker? Ich möchte zu Dr. Sahedi, bitte. Und ich sag das nicht nochmal! Da habe ich den falschen Knopf gedrückt und habe aus Versehen die Aufnahme beendet. Alles kaputt noch. Schlag Alarm, wir werden angegriffen. Die Veränderten! Immer noch solche Mikro-Rotler. Das kommt sagen wir nicht besser. Frierst du die ein oder? Ich friere nichts ein. Dann ist das meine Waffe. Ich brauche einen Schützenplatz. Ah, ist meine Waffe. Ich habe Filme gemacht. Ich hab ja, alleine ist heftig hier. Ja.
hat eine ganz komische Waffe. Die wird, nee, das war die falsche Taste. Nein, das war die falsche Taste. Das war nicht die Deckungstaste. Das war nicht die Deckungstaste. Die wird schneller, je länger ich mit schieße. Hey, komm wieder zurück. Hey, das ist meiner. Okay, dann nicht. Tiago, wo ist Skala? Kiste. 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 Und eine Munikiste. Du hast Maske des Geist bei Samira erhalten. War das früher auch schon so, dass das mal angezeigt wurde? Ja. Ach so, okay. Komm ich da hoch? Ja. Dort, warte. Ach, da. Ja, drüber, nö, kommst du nicht. Zu viel Assassin's Creed gespielt. Die kann nicht klettern hier, die Nuss. Das gibt bestimmte Sachen. Hey, Cluedo. Ja, ich habe gestern wieder das erste Mal gestreamt. Also, jetzt funktioniert es übrigens. Ich habe eben nochmal neu. du Arsch. Du hast mit drauf geschossen. Ja, aber ich dachte, wir müssen das. Nein. Gruppenzwang und so. Oh, was Lilanes. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Oh, aufgetreten. Ja. Kann man sich auch in die Bude hängen. So ein paar Typen. Menschen. Das haben sie uns injiziert. Er brauchte Knochenmark, damit das Gegengift wirkte. All die, die dem Krieg entkommen waren, starben stattdessen hier. Jetzt bin ich dran. Glaubst du, das ist mir leicht gefallen, Doktor? Der Zufall bestimmt. Das muss sein. Ja, hab ich mir angeschaut. Außer bei dir. Du bist vor deiner Lotterie wohl sicher. Wie praktisch. Ich erzeuge das Gegengift. Ich halte uns am Leben. Wie viele genau hast du für dein kleines Utopia geopfert? Ich bin kein Monster. Ich trage sagte die Würde. Er, bei dem nur die Typen wenige Opfer, hängen. Damit viele leben können. Oh. Oh. Was? Willst du bestimmen, wer lebt und wer stirbt? Ich versteck mich nicht hinter einem Korb. Töte ich einen Mann, dann weiß er, dass ich es war. Nimm so viel du tragen kannst. Du hättest ihn nicht töten müssen. Er war ein Gelehrter. Kleine Kiste. Sind nicht mehr viele von uns übrig. Er war ein selbstgerechter Mörder. Und was bin ich dann? Hm? Sein Gegengift, Gott helfe mir, wir werden es nutzen. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Na toll, da war eine Geste. Kommt sicherlich nochmal hin. War ja bloß Munition. Achso. Alter! Oh, August. Alter! Oh mein Gott. Lecker. Ist das ein Ureinwohner, Enox? Ich fand August da draußen, verirrt und allein. Ich wollte ihm eine Zuflucht geben, aber Skurlock sei ihm nur ein wildes Tier zum Experimentieren. Das ändert alles. Bitte. Nicht mehr. Es spricht. Mach's gut, bitte. August, schon okay. Sie sind nicht wie die anderen. Sie sind Freunde. Freunde. Tiago.
Okay. Mit der Schiss nicht gerechnet. Frei. Geh nach Hause. Oh, große Hände. Sie haben Skurlock! Alarmiert Tank! Bring Dr. Zahidi zu meinem Truck. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. August verschwindet nicht. Es ist eher so, dass wir Augusts Bewegung nur nicht wahrnehmen können. Wir müssen hier raus. Ich kenne einen Hinterausgang durch die Höhlen. Hol Zahidi da raus. Ich gehe durch die Vordertür und kümmere mich um Kranks Verstärkung. Drüben liegt was. Tja. Au. Ich hätte deine Gefährten einfach verrotten lassen sollen. Eine Nase krabbelt. Aber Skorlock wollte sie retten. Und was hat das ihm gebracht? Diesen Fehler mache ich nicht. Ich finde dich und hol mir den Ureinwohner zurück. Das ist dein Versprechen. Und Ken hält immer sein Wort. Gut, dann muss ich dich wenigstens nicht verfolgen. Ach, das konnte ich auch. Ich habe irgendwie die falsche Waffe ausgerüstet. Hilfe. Ich bin down. Kann ich jetzt, wenn ich down bin, die Waffe wechseln? Ja, kann ich. Dann warte ich noch kurz. Nee, ich kann's nicht wechseln. Ich riskiere es einfach mal jetzt. Könnte sein, dass ich jetzt umfalle. Oh, jetzt habe ich komplett die falsche Waffe. Ah, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ja, super. Ich gehört da. Ich probier's nochmal. So. Das dürfte wieder die alte Waffe sein. Wo bist du? Ja, das ist ja die Waffe. Da bist du. Hallo. Hallo. Einfach mal vorbeigehen. Was ist? Wollt ihr runterkommen hier oder wollt ihr hier oben? Hey, hey, hey. Hast du eigentlich noch deine Fähigkeit, dass du die mal ran teleportierst? Ja, das habe ich gerade nicht mehr drauf, ne. Also, das war lustig. Dann nehme ich dir alle Arbeit weg. Also noch mehr Arbeit als sonst. Kannst du wieder drauf machen, aber... Nee, lass. Alles gut. Wir sind, glaube ich, nach oben. Ja, wir müssen nach oben. Nach oben. Das Tor aufmachen. Hey. Danke. Ich fühle mich beschossen. Hi, Timo. Oder sollen wir warten? Du fühlst dich beschissen. Will ja noch jemand beschossen. Also. Bin unterwegs. Was ist er denn hier für eine Frage? Sicher nicht ohne Grund hier. Im Lager macht sich Panik breit. Hier trauert keiner um Skar, aber wir wollen ihn ja nicht in seiner Freizeit aufholen. Ohne das Gegengift können wir uns nicht mehr lange halten. Im Labor ist ein Vorrat. Wir haben nicht viel genommen. Ich weiß, ich habe bei Dr. Skurlocks Arbeit assistiert. Das reicht nicht lange. Aber
Vielleicht können wir etwas riskieren, was der Doktor niemals zu tun gewagt hätte. Lange war unser Kontakt zu den Leuten jenseits des Waldes von Verrat und Tod geprägt. Für das Gegengift brauchen wir einen ständigen Nachschub an Menschenmaterial. Doch eines gibt es jenseits des Walds wirklich mehr als genug, und zwar... Tod. Du schlägst einen Tausch vor? Leichenberge von Soldaten. Wir entnehmen Rückenmarksflüssigkeit und teilen das Gegengift. Nicht alle können vergeben. Ich hoffe, die haben nicht viel masturbiert, weil dann haben sie bald keine Rückenmarksflüssigkeit mehr. Aber es wäre ein Anfang, um Wiedergutmachung zu leisten. Doch ein Problem gibt es noch. Der Saft des Tukabaums. Diese Zutat ist sehr schwer zu gewinnen. Thiago war der Einzige, der gewusst hat, wie. Aber nun ist er Teil deiner Gruppe. Ja, komm. Das klingt interessant. Wir helfen ihr mal. Ich hätte dich nicht gebeten, den Saft zu beschaffen, wenn es nicht nötig wäre. Sprich mit Jakob, um die Reise durch den Wald fortzusetzen. Oder du willst das erste in der Mission machen. Das geht ja auch. Okay. Hast du da drin gesehen? Ging das nochmal? Du musst die andere Nebenmission auswählen. Missionskarte, ja, jetzt... Tagebuch. Ne, Missionskarte war das, ne? Die andere Zutat. Missionskarte. Ja. Finde den Tuckerhain. Ach, dann müssen wir durch. Deswegen stand die hier. Kriegst mich nicht! Du kriegst du mich den nicht! Du hast Saft eines Baums gesammelt, als Zutat für Skurlocks Gegengift. Nicht irgendeines Baums, des Tokerbaums tief im Wald. Haben die jetzt eigentlich mal irgendwie Erweiterungen oder so angekündigt? Nicht, dass ich gehört habe. So, als würden sie ihn beschützen. Such jenseits der Festung. Du erkennst den Tokerbaum an seinem leuchtend blauen Saft. Hier ist auch noch eine Jagd. Eine Jagd? Stimmt, gab's ja auch noch. Komm, nehmen wir mit. Na, das wird interessant. Bin dabei. Ist er dann hier irgendwo so ein? Ah ne, ist ein anderes Gebiet. Da drüben ist die Jagd. Erstmal das Fähnchen stellen. Mein Gebiet. Gehört mir. Ich glaube, wir müssen hier durch. Dann quetschen wir uns mal. Immer schön hintereinander. Bin zu breit, komm da nicht durch. Die Rüstung, ey, die sieht so halb fertig aus nur. Lass mal in Ruhe nachladen, ja, ist okay. Sind ja keine Monster vor uns. Hui! Der durch die Luft fliegt. Ich hab dir mal geholfen.
Da kommt bestimmt gleich was Großes, Hässliches. Ja. Möchtest du das machen? Ah ne, du schaffst das schon. Wenn es springt. Wenn es nicht springen will, dann ist es ein bisschen blöd. Ach, da oben ist es ja schon. Welches? Was? Welches Vieh? War das jetzt das Bossvieh? Ja, ich schon, ja. Alter, ich habe hier unten noch die kleinen Gegner weggemacht. Voll der Cheater, ey. Küste. Küste. Boom, auf. Metall. Ich glaube, das dicke Ding kommt noch. Das richtig dicke. Also in Klammern richtig dicke Ding. Ui. Ich glaube, das hört nicht mehr aus. Für mich zumindest. Für dich vielleicht mehr. Angeber. Ja, jetzt kommt noch das andere Ding. Da. Ja, muss man meine Munition mal auffüllen. Ich hab festgestellt, dass ich keine Munition mehr hatte. Ich hab's alles auf. Sag doch mal hier. Muss man da hinschießen, dass das Schaden bekommt? Rauf. Ja, aber bei mir steht alles immer nur Widerstand und bla bla bla. Ja, in dem widersteht deinem bestimmten Effekt. Schaden kriegt er trotzdem. Der bloß, Achso, ja, stimmt. Ausdrücke? Nö, alles gut. Ne? Okay, dann. Ah! Direkt über mir! Zum Glück hat's gerade auf mich geschaut. Ey, da ist. Er schluckt ja mehr als meine Ex-Freundin. Schießt du da gar nicht drauf, oder was? Nein. Deswegen mach ich so wenig Damage. Oh. Okay. Ja. Also skaliert ist hier ja gar nichts. Nein. Also... Doch, an sich. Ich bin einfach bloß so ultra stark mit meinen Buffs, die ich auf den Rüstungen drauf habe, dass es was anderes ist. Vom Grundschaden aus würden wir gleich viel Schaden machen. Ja, ich hätte den auch hingekriegt. Ich hätte den auch hingekriegt, aber. Es hätte länger gedauert. Es hätte eben nur wesentlich länger gedauert, ja. Ja. Wie gesagt, skaliert vom Grundschaden sind wir gleich. Bloß die Mods, die ich auf den Sachen drauf habe, machen nochmal einen großen Unterschied.
Was jetzt? Achso. Aha, einfach hinter mir wieder einen Baumstamm runtergelassen. Komm, du kommst nicht hinterher. Hallo? Nein, ich bin doch da. Völlig konzentriert. Bin völlig konzentriert, ja. Bist du? Bin ich. Die haben Dying Light gestern terminmäßig angekündigt. Das ist Dezember, ne? Ja, 7. Dezember. Will man nachher immer noch das Gameplay angucken dazu. Die haben ja auch ein Gameplay-Trailer veröffentlicht. Ja, das Gameplay haben sie gemacht. Sah eigentlich ganz nett aus. Wenn sie so halten. Hinten ist eine Kiste. Auf dem Weg. Toll, ich finde immer noch grüne Sachen, ey. Da war was über uns, was Fliegendes. Ja. Warte. Diese Waffe ist voll irritierend, ey. Je länger du damit schießt, desto schneller wird's. Ih, warum machst du sowas? Hier ist blauer Saft. Ja, keine Ahnung. Stand, ich soll das machen. Okay. Stimmen in meinem Kopf haben gesagt, ich soll das machen. Thiago, du hast den Saft für Skorloks Gegengift gesammelt und kennst die anderen Zutaten. Ich konnte den Saft besorgen oder für Ken kämpfen und sterben. Es war das kleinere Übel. Wie bist du dann im Käfig gelandet? Durch August habe ich alle Seelen gesehen, die wir geopfert haben. Achso. Ja. Ich glaube, der wollte noch was sagen. Ja, egal. Ist so überbewertet. Ja. Oh, ich habe heute schon wieder Lego-Geld Geld für Lego ausgegeben. Oh Gott, was hast du geholt? Die zwei Helme, die jetzt neu gekommen sind, und den imperialen Droiden, also diesen Suchdroiden, die jetzt erst Anfang Mai rausgekommen sind. Aber wesentlich günstiger über eBay Kleinanzeigen. Wie viel hast du bezahlt? Insgesamt für alle 320, und ich denke mal, ich weiß jetzt nicht die Originalpreise aus dem Kopf, aber die
waren so im Schnitt 15 bis 20 Euro günstiger als original bei Lego. Ja, bei Lego persönlich würde ich auch eh nicht kaufen. Ja. Also, ich glaube, der Darth Vader kostet 69 und ich habe 45 bezahlt oder so. Hm. Oh, da fehlt ja keine Munition mehr. Alter. Ja, 120 mit Versand habe ich jetzt bezahlt, alle drei Stück bei einem. Hm, so. Da ist noch irgendwas Blaues an dem Bau. Wieso bist du überhaupt so ein Experte auf diesem Gebiet? Mein Kopf sagt mir wieder, was soll das denn? Enthält ein starkes Halluzinogen. Ich glaube, solltest du mal deinen Kopf untersuchen lassen? Seele dieses Planeten. Keine Ahnung. Nur ich konnte ihn trinken und nicht wahnsinnig werden. Und die Kreaturen des Waldes haben mich nicht behelligt, als ich... Du... Saugst dir das einfach aus den Fingern, oder? Du musst es wohl sehen. Nein, ich glaube, die Drogentrip-Methode ist nichts für mich. Was? Drogentrip ist nichts für sie? Ich habe so viel Saft gesammelt, wie ich konnte. Danke. Alter! Hier wird sich wohl einiges ändern. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Du schießt mir einfach durch die Zwischensequenz. was nehmen wir denn? Das ist alles Kacke. Sollte ich wirklich durch die Zwischensequenz schießen? Ja, klar. Flüssigkeit an der Front. So, ich kann auch noch abgeben. Gegengift für alle herstellen. Outrider, hast du mal einen Moment? Ich hab Schuhe bekommen. Oder... Denk, ich spiel jetzt Pistolen. Muss also mal. Sowieso genug Schaden. Danke nochmal, dass du den Saft beschafft hast. Meine Leute beginnen gleich mit der Extraktion. Jetzt, wo Skurlock tot ist, also niemand